Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Den G-Schlüssel verwenden. Oh yeah, die Tür ist offen. Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei der Pokémon Platin Nuzlocke Challenge. Und ja, ich weiß, ihr habt auf diesen Part gewartet, Freunde. Es ist endlich soweit. Wir befinden uns vor Cyrus im Hauptquartier von Team Galactic. Oh mein Gott, in den letzten Parts haben wir uns durch dieses Riesengebäude durchgekämpft und jetzt stehen wir hier vor Cyrus im allerletzten Raum, im finalen Kampf von Cyrus versus Sephiron. Und ich habe keine Ahnung, mit was für einem Pokémon ich leaden soll. Cyrus, ich habe in der Kommentarsektion gelesen, dass Cyrus ein Snibunna hat. Und ich gehe mal davon aus, dass Snibunna nicht das erste Pokémon ist, sondern sein Ass. Das bedeutet, er wird nicht mit Snibunna leaden? I don't know. Mit was wird er leaden? Vielleicht mit Golbat oder so? Soll ich mit Vorder leaden? Nein, gegen Golbat wäre das schlecht, gegen Snibunna auch. Was könnte er noch haben? Skunkapu oder so, also die Weiterentwicklung von dem Scheißviech oder so, irgendwas. Womit soll ich leaden? Mit Hellboy macht auf jeden Fall keinen Sinn, denn Hellboy brauche ich definitiv für Snibunna. Aber mit Vorder zu leaden macht auch überhaupt keinen Sinn. Pampers könnte gegen Golbat vielleicht was tun. Loom, naja, wenn es ein Biss hat, dann auch nicht. Pan, Vorder auch nicht. Genki sowieso nicht. Hellboy brauche ich noch. Das heißt, Pampers ist der einzig richtige Lead, den wir machen können, Freunde. Oh shit, Alter. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Alles natürlich nur eine große Lüge. War insofern, dass es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. What? Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen, eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit, er ist spürbar. Es geht dir um Selfie, Tobots und Vesprit, richtig? Nein, Alter, ich will dich einfach bumsen, Alter. Du willst sie retten. Nun, meine Pläne dienen nicht. Meinen Plänen dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie so unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein, es würde sie mir sogar den Ärger ersparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts, ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Nächstenliebe? Mitleid? Ha, diese kläglichen und unnützen Gefühle. Sie sind unlogisch und irrational. Nur mit minderwertigen Herzen, wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorgebracht werden. Nun hat dich diese Sentimentalität mir direkt in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Oh shit, Freunde! Gänsehaut, Alter! Der finale Kampf gegen Cyrus. Und er hat einen Sneeble als Lead auf Level 44 und das ist sein erstes Pokémon. Hä, aber das macht gar keinen Sinn, wenn er einen Sneeble hat. Warum sollte er noch einen Snibunna haben? Oh, shit, Alter. Ja, er wird uns jetzt mit einem Ice Punch aus dem Leben bumsen. Okay, ich gehe raus zu Hellboy. Kreideschrei. Mein Spätzle senken? Meine Verteidigung senken. Okay. Leider keine Flinkklaue und der Schlitzer macht mich kaputt und er burnt sich direkt. Fuck, Alter. Ich hätte diesen Burn nutzen können. Na, um mich zurückzuheilen mit Hellboy. Ich hätte gerne diesen Burn ausgenutzt. Ah, damn it.
Aber okay, ein Pokémon ist weg. Puh, was kommt als nächstes? Ein X-Bad. Alles klar. Was zum Teufel soll ich denn gegen X-Bad machen? Wenn er Biss hat, dann ist Loom am Arsch. Luftschnitt, Giftzahn, Bumstpan, Fodder und Genki. Hellboy tankt definitiv keinen Hit mehr. Das einzige, was ich machen kann, ist zu Pan rauszuswitchen. Oh Mann. Bitte keine Poison. Okay. Ich muss für einen Wish gehen. Ich muss für einen Wunschtraum gehen. Alter, der könnte mich flinchen und vergiften, ne? Ich hoffe einfach mal, dass es nicht tut. Warte mal, wenn ich einen Boost bekomme mit Antikraft, könnte ich theoretisch mit Pampers sweepen, weil er macht mir so viel Schaden, macht er mir gar nicht, ne, gerade. Theoretisch. Wie viel macht Antikraft? Alter, nicht mal die Hälfte. Aber ist okay, ich kann mich zurückheilen. Also, so ist es nicht. Mit dem Wunschtraum komme ich nämlich wieder easy hoch. Jetzt muss ich leider wieder wischen. Alter, dieser Giftzahn, ne? Mit den Flinches und mit den Poisons. Okay, wir kommen aber durch. Wir haben Glück. Oder, beziehungsweise, wir haben kein Pech. Wir haben nicht Glück, aber wir haben kein Pech. Ich gehe nochmal für eine Ant... Nein, er hat Superschall. Oh, shit. Ich muss irgendwie... einen Wish durchbekommen. Alter, komm bitte durch, Mann. Das kann es doch nicht sein. Please. Am Ende macht er hier Verwirrungsflinch, Mann. Okay, Wunschtraum ist draußen. Das heißt, ich kann jetzt noch einmal angreifen. Please ein Boost? Please? Dann könnte ich, falls er wirklich einen Sneebohner hat, vielleicht einen Ice Heap tanken? Nope, kein Boost. Aber ich krieg den Wish wieder raus. Er setzt eine Top-Genesung ein. Dieser Bastard, Alter. Okay, weißt du was? Das ist gar nicht mal so scheiße. Denn dann kann ich jetzt den Wish passen auf Magbrand. Müsste ich schaffen, oder? Einen Hit tankt er. Einen Hit musste er schon tanken, Alter. Ah, fuck, Giftsam, Alter. Er kriegt den Burn! Nice! Er kriegt instant den Flammenkörper-Burn! Okay, das muss ich auf jeden Fall ausnutzen, Leute. Das muss ich auf jeden Fall ausnutzen. Und noch einen Wish passen. Ja, natürlich greift er jetzt nur noch mit Windschnitt an, ne? Aber das passt mir eigentlich sogar besser, weil... Oh, zum Glück daneben gegangen, Alter. Das passt mir eigentlich sogar besser, weil so kann er mich nicht vergiften oder flinchen. Okay, ich gehe zu Hellboy wieder raus. Dieser tankt jetzt einen Hit und heilt sich wieder voll. Und dann sind wir ready für Sneebunner. Ich glaube nicht, dass Sneebunner mich one-shotten kann, auch wenn er irgendwie einen Schlitzer hat oder eine Finte oder was auch immer. Oh, zum Glück ist die Scheiße daneben gegangen, Alter. Das hat mir den ganzen Plan versaut. OMG, okay. Das war's mit X-Bad. Es
So. Okay. Kramchef ist... Oh, shit. Mein letztes Pokémon. Hot damn. Outspeed ich? Ich glaube, ich outspeede den, oder? Flinkklaue! Ja! Please! Alter, nein! Das hat genau nicht gereicht! Oh, und er hat eine Beere. Und er hat eine Beere. Boah, Schnabel, OMG. Wie viel Schaden macht es? Er kriegt den Bären! Er kriegt den Bären! Alle drei Pokémon haben den Flammenkörperbären bekommen! Das ist so krass! Ich muss eingestehen, das was? Das ist meine Niederlage, was? Okay, was genau soll ich tun? Ich will nicht riskieren, dass er jetzt einen Crit auf Hellboy macht, weil dann würde es trotzdem wieder so viel Damage machen und dann würde Hellboy sterben. Und deswegen gehe ich zu Pan raus, weil Pan hat einfach, ist einfach der Morphogger mit der größten defensiven Verteidigung. Ich weiß, es ist Stab und es ist Nachtnebel. Das hat Damage gemacht, Alter. Aber der Ruckzuck-Keep müsste clearen. Nice! Und das war's mit dem fucking Team Galactic-Boss. Cyrus, Alter! Okay, wir haben es geschafft, Leute. Interessant, aber auch etwas unglücklich. Unglücklich oder was? Irgendwas, ich weiß nicht. Jetzt verstehe ich. Du bist wahrhaftig stark. Und diese Stärke ziehst du aus dem, aus der Zuneigung, die du deinen Pokémon... Ja, irgendwie schon, denn alle meine Pokémon entwickeln sich durch Zuneigung. Was für eine Verschwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie wir alle ihn verblassen... vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotionen abgelegt habe. Nichts als unnütze Sentimentalität. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Nimm dies zur Belohnung. Der gibt mir easy den Meisterball, Alter! Es gibt keinen besseren Pokémon. Warum gibst du mir den? Kein Pokémon, den du kann sich dem entziehen. Mir nützt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich mir nicht zu Freunden oder Partnern. Und Team Galactic tun, stattdessen selbst zu eignen. Wenn du die Pokémon der Seen retten möchtest, dann nimm den Teleporter im anderen Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze meinem Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Dieser Typ, Alter! Okay, ich gehe davon aus, dass es der Ausgang ist und hier die drei Pokémon sind. Alter, wir haben einfach... Okay. Wir haben einfach jedes einzelne Pokémon mit Flammenkörper verbrannt. Wäre das nicht geschehen, hätten wir sehr wahrscheinlich ein Pokémon verloren. Aber Magbrand hat einfach geklärt, Freunde. Oh shit. Es ist noch nicht vorbei, oder? Es ist noch nicht vorbei. Okay, wir leaden weiterhin mit Pampers. Top-Genesung gefunden. Okay, und wir haben noch nicht mal ein Item eingesetzt. Hätten wir auch noch machen können, ne? Laut Regeln. Ich weiß nicht, ob die Pläne... Cyrus vertreten... Was? Warte mal. Unsere Taten machen mir ein richtig schlechtes Gewissen. Das Experiment ging wirklich zu weit. Ich weiß nicht, ob ich die Pläne von Meister Cyrus noch vertreten kann. Was? Was zum Teufel macht der Typ hier unten? In der grünen Flüssigkeit ist etwas. Was ist das? Was sind diese Dinge? Schreib mir mal in die Kommis, was das ist. Das sind Steine oder Fossilien oder was? Was ist das? Was ist das? Eier? Boah. Mir ist viel zu übel, um noch ein Wort zu sagen, aber das, was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles noch führen? Alter, was tun die hier unten?
Ich glaube, ich heile mich mal zur Sicherheit. Ich habe keinen Bock hier unten einem Pokémon zu begegnen, was mich wegklatscht. Turbutz, Selfe und Vesprit. Und da ist ein Galactic Commander? Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal. Du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigungen am See. Ich bin froh, dass ich geheilt habe. Okay, Commander Saturn, du willst es also nicht anders. Ich habe gerade deinen Chef gebumst, okay? Pass auf, mein Freund. Level 42. Okay, ich gehe für eine... Oh. Ich habe eigentlich denselben Plan wie beim letzten Battle, aber der Kung-Fu-Strahl kommt einfach mal durch. Macht es 50%? Ja, macht es. Sogar mehr. Und ich brauche durch den Seegesang nicht mal heilen unbedingt. Ich gehe nochmal für den Spukball. Oh, Giftzahn. Flinch, Poison und Verwirrung vielleicht. Wir kommen durch, Alter! Lucky me! Also in diesem Part haben wir echt Glück. Viele Flammenkörper. Leider keine Boosts, aber wir wurden ein, zweimal verwirrt. Okay, aber wir kommen durch die ganzen Flinches. Wir wurden nie vergiftet. Also das Glück ist uns heute Bronzel. Ich könnte zu Hellboy, ich könnte aber auch einfach Spukball... Oh, warte mal. Stahl resistet Geist, ne? Das ist neutral. Ja, aber was kann er mir machen? Also, was will er mir machen? Ein Gyro Ball. Oh je. Okay, ich bin nicht Fee, deswegen macht es nicht so viel. Ich gehe trotzdem mal für einen Wunschtraum, weil ich echt keinen Bock habe, jetzt irgendwie weggesnitcht zu werden von dem. Okay. Ich gehe für eine Antikraft, da ein weiterer Spukball eh nicht reichen würde und so habe ich noch die Möglichkeit, einen Boost zu erhalten. Tue ich aber nicht, okay. Sondersensor. Step. Macht einfach gar nichts, okay. Pampas ist wieder full life. Spukball. Ich weiß nicht, ob es killt. Ich glaube, er überlebt ganz knapp, ja. Er überlebt leider ganz knapp. Okay. Ich gehe mal für einen Luftschnitt, einfach weil wir mehr AP davon haben. Und das sowieso reicht. Ich weiß nämlich nicht, was hier jetzt kommen wird. Okay, wir sind auf jeden Fall full life. Es ist sein letztes Pokémon. Wir sind gerade Level up gekommen und... Er kann nicht wirklich noch viel machen, oder? Toxiquark. Wäre ich ein Feen-Pokémon, hätte ich jetzt Angst. Aber es interessiert mich nicht, weil wir haben einen Stab-Luftschnitt. Und der müsste eigentlich reichen. GG, Alter! Das war's mit Saturn. Geiz ist geil. So. Oder war das Kick? Keine Ahnung mehr. So, auf jeden Fall haben wir Commander Saturn gerade in den Arsch getreten. Du bist stark. Ja, ich, wie gesagt, ich habe gerade deinen Boss gekillt. Warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Scheißviechern, was du willst.
Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Was bist du für einer? Sharon? Ne, Saturn und selbst Cyrus scheitern an einem Kind. Die Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Cyrus' Plan, da oben am Kraterberg, scheint nicht ganz unproblematisch. Und ob er überhaupt funktioniert, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Sharons Genie angemessen ist. Wer zum Fick bist du, Sharon? Du bist also das Genie hinter Team Galactic, okay? Den Knopf drücken, um Pokémon zu freien. Also Cyrus ist der Boss und Sharon ist das Genie. Okay, wir drücken. Drück den Knopf und befreit die Pokémon. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an dem Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Ja, das ist immer gut. Nicht zu wissen, was mein eigener Boss vorhat. Okay, mit Sharon haben wir bereits geredet. Der Kraterberg also, hm? Okay. So, hier ist jetzt auf jeden Fall die Tür aufgegangen und jetzt können wir wieder den Shortcut nutzen, um nach Hause zurückzukehren. Und nach knapp 3 Parts, meine Freunde, haben wir es geschafft. Wir sind endlich aus diesem Gebäude rausgekommen und das unversehrt. Wir haben kein einziges Pokémon verloren, weil Hellboy alles und jeden mit dem Flammenkörper verbrannt hat. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Oh, warum sind wir geheilt? Haben die uns geheilt oder so? Egal, auf jeden Fall. Meine Güte, wir hatten echt Glück. Wir hatten super wenig Verwirrungen. Wir hatten keine Flinches, wir hatten keine Vergiftungen. Wir hatten 3-mal in Folge den Flammenkörper burn. Ja, ich sag mal so, das Schicksal hätte sich auch noch ganz anders gegen uns wenden können und ja, das wäre dann um einiges schlimmer rausgekommen, Freunde. So, das war's aber wieder mit dem heutigen Part, würde ich sagen. Wir sind schon wieder 23 Minuten tief in der Folge und das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Beim nächsten Mal begeben wir uns zum Kraterberg und schauen, was Cyrus davor hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.